Hollywood will es eigentlich nicht wahrhaben, aber eine Beziehung zu führen ist schwer. Wenn zwei Menschen zusammengefunden haben, leben sie in der Regel nicht ununterbrochen glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Denn für die meisten Paare gilt, was nach außen hin harmonisch zu sein scheint, ist es nicht immer. Eine besondere Rolle spielt dabei das Unterbewusstsein. Es ist unsichtbar und doch kann es eine Beziehung massiv gefährden. Wenn man also eine Geschichte über eine Beziehung schreibt, wie kann man dieses Unsichtbare überhaupt darstellen? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Schreibtechnikerin Fel Semarien und heute wagen wir uns an eine Erzählanalyse der Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Der Vorschlag dazu kam von Bilal 1973 und ist schon eine Weile her. Deswegen entschuldige ich mich hiermit für die lange Wartezeit, hoffe aber trotzdem, dass das Video gefällt. Vor allem aber ein riesengroßes Dankeschön für den Vorschlag. Es hat mir viel Spaß gemacht, ihn umzusetzen. Nun geht's aber endlich los und wir reden zunächst erstmal, wie immer, über die Handlung. Der Arzt Fridolin und Albertine führen eine scheinbar harmonische Ehe. Nachdem aber beide auf einem Maskenball fremdgeflirtet haben, entwickelt sich ein ernstes Gespräch. Beide müssen erkennen, dass der jeweils andere geheime sexuelle Wünsche hegt. Unter anderem erfährt Fridolin, dass Albertine vor ihrer Ehe auch gerne sexuelle Erfahrungen gesammelt hätte. Wir sprechen hier immerhin von einer Erzählung, die 1925 erschienen ist. Deswegen erklärt er sich von selbst, dass Albertine deutlich jünger ist als Fridolin und ihn in einem sehr zarten Alter geheiratet hat. Sexuelle Experimente vor der Ehe waren für sie als Frau damals tabu, für Fridolin hingegen nicht. Nun haben die beiden Eheleute dieses ernste Gespräch, doch dann wird Fridolin zu einem Kranken gerufen und erlebt eine Nacht voller sonderbarer erotischer Begegnungen. Dabei wird er sogar Zeuge einer Orgie. Aber er geht Albertine nicht fremd. Nun, wieder zu Hause angekommen, sieht er, dass Albertine schlecht geträumt hat und lässt sich von ihr diesen Traum erzählen. Darin hat sie ihn betrogen, während er gefoltert und ans Kreuz geschlagen wurde. Und obwohl das nur ein Traum war, ist Fridolin gar nicht begeistert. Am nächsten Tag geht Fridolin den Geheimnissen der letzten Nacht auf den Grund und will aus Rache an Albertine die sexuellen Gelegenheiten, die er damals verpasst hat, nachholen. Die Dinge ergeben sich aber so, dass es trotzdem nicht zum Ehebruch kommt. Als er wieder nachts nach Hause kommt, will er Albertine alles beichten und sieht, dass sie bereits etwas ahnt. Nach der Beichte ist das Paar froh, aus allen wirklichen und geträumten Abenteuern heil davongekommen zu sein. Und nun, wo wir jetzt einen groben Überblick über den Plot haben, können wir uns endlich ans Analysieren machen. Beginnen wir zuerst mit Stanzel und zwar mit der Achse des Modus. Hier fällt gleich auf, dass die Erzählung gar nicht mal so einfach erzählt wird. Denn im ersten Kapitel steht der Erzähler klar im Vordergrund, im Sinne von, der Akt des Erzählens ist klar sichtbar. Was ich damit meine, lässt sich an einem Zitat demonstrieren. Harmlose und doch lauernde Fragen, verschmitzte doppeldeutige Antworten wechselten hin und her. Keinem von beiden entging, dass der andere es an der letzten Aufrichtigkeit fehlen ließ und so fühlten sich beide zu gelinder Rache aufgelegt. Wir bekommen hier also das Gespräch ganz klar durch eine beurteilende Erzählinstanz präsentiert, die sich die Freiheit nimmt, die inneren Vorgänge beider Figuren und alles Gesagte grob zusammenzufassen. Die subjektive Sicht der Figuren sehen wir im ersten Kapitel nur durch die wörtliche Rede. Ab Kapitel 2 jedoch steht Fridolin im Vordergrund. Auch hierzu ein Beispiel. Er warf einen Seitenblick auf den toten Vater. Ob er nicht alles hört, dachte er. Vielleicht ist er scheintot. Vielleicht ist jeder Mensch in den ersten Stunden nach dem Verscheiden nur scheintot. Ab Kapitel 2 gibt der Erzähler nur das wieder, was Fridolin wahrnimmt und denkt. In Kapitel 5 jedoch haben wir noch einen kleinen Sonderfall, und zwar besteht es überwiegend aus Albertines Erzählung von ihrem Traum. Innerhalb dieser Binnenerzählung steht logischerweise Albertine im Vordergrund. Nun zu den anderen beiden Achsen. Auf der Achse der Person haben wir ziemlich eindeutig eine Nichtidentität der Seinsbereiche von Erzähler und Figuren. Auf der Achse der Perspektive aber haben wir es wieder ein bisschen komplizierter. Und zwar haben wir in Kapitel 1 eher eine Außenperspektive, weil wir es da mit einer zusammenfassenden Überblicksdarstellung durch einen beurteilenden Erzähler zu tun haben. In den restlichen Kapiteln jedoch konzentriert sich der Erzähler auf die subjektive Wahrnehmung von Fridolin. Wenn man das Ganze nun grafisch darstellen will, würde das in etwa so aussehen. Auf der Achse des Modus haben wir zuerst einen Erzähler, der im Vordergrund steht, und dann eine Figur, die im Vordergrund steht. Auf der Achse der Person haben wir die Nicht-Identität der Seinsbereiche von Erzähler und Figuren,
Aber wenn wir uns an Kapitel 5 erinnern, dieses besteht in einem sehr wesentlichen Ausmaß aus Albertines Ich-Erzählung. Last but not least beginnen wir mit einer Außenperspektive und gehen dann über zur Innenperspektive. Und damit sehen wir, dass der Erzähler der Traumnovelle vor allem dynamisch ist. Rein quantitativ überwiegt zwar die personale Erzählsituation, aber eindeutig zu behaupten, der Erzähler sei personal oder auktorial, wird dem Erzähler der Traumnovelle schlicht und ergreifend nicht gerecht. Wenn wir uns das Ganze nun mit Jeanette anschauen, dann merken wir, dass wir beim Modus in Kapitel 1 die Nullfokalisierung haben. Der Erzähler weiß mehr als die Figuren. In Kapitel 2 bis 7 jedoch ist die Fokalisierung intern. Der Erzähler weiß exakt so viel wie Fridolin. Bei der Stimme stellen wir fest, dass im Fall der Traumnovelle eine spätere Narration vorliegt. Das heißt, es wird in der Vergangenheitsform erzählt. In Bezug auf die Ebene haben wir natürlich erstmal die extradiegetische Erzählung. Hier finden Fridolins Abenteuer statt. Aber wir haben auch intradiegetische Passagen, nämlich Albertines Erzählung von ihrem Traum in Kapitel 5, aber auch Albertines und Fridolins Erzählungen vom Dänemark-Urlaub in Kapitel 1. Und als dritten Punkt bei der Stimme notieren wir den heterodiegetischen Erzähler. Das heißt, ein Erzähler, der nicht Teil der erzählten Welt ist. Was haben wir also nun beobachtet? Erstmal, dass wir zu Beginn der Erzählung das Paar von außen betrachten. Das geschieht durch einen auktorialen Erzähler bzw. die Nullfokalisierung. Dann aber gleitet die Erzählung langsam in die Figuren hinein. In Kapitel 1 erzählen beide Eheleute subjektiv von ihren sexuellen Versuchungen während ihres Dänemark-Urlaubs. Ab Kapitel 2 jedoch wird der Erzähler personal bzw. intern fokalisiert. Wir bekommen die Geschichte durch das Prisma von Fridolin präsentiert. Außer in Kapitel 5, da haben wir noch einmal die intradiegetische Ebene, als Albertine von ihrem Traum erzählt. Wir gleiten also aus einer Art Vogelperspektive in das Innenleben beider Eheleute hinein. Dabei offenbart sich ihr Unterbewusstsein durch Symbole. Fridolin hat seine geheimnisvollen nächtlichen Abenteuer, die zunehmend surrealer werden, und Albertine hat ihren sonderbaren Traum. Diese Symbole bzw. Traumsymbole kann man natürlich auch nochmal analysieren, aber ich bin nun mal Literaturwissenschaftlerin und keine Psychoanalytikerin und halte mich da besser raus, bevor ich euch mein Halbwissen antue. Das Interpretieren der Symbole überlasse ich also jedem selbst. Aber wer Zeit und Lust hat, ist natürlich herzlich eingeladen, seine Gedanken diesbezüglich unten in den Kommentaren zu teilen. Ich würde nämlich wahnsinnig gerne darüber diskutieren, inwiefern Fridolin seine Männlichkeit gefährdet sieht und inwiefern Albertine trotz ihrer Liebe unterbewusster Aggression gegen Fridolin hegt. Was an dieser Stelle aber unbedingt explizit zu erwähnen ist, ist, dass die Erzählung sehr schön zeigt, wie Fridolins Unterbewusstsein vom Unterbewussten seiner Frau beeinflusst wird. Die Erkenntnis, dass Albertine durchaus auch andere Männer anschmachtet, muss er nämlich erst verdauen und seine nächtlichen Abenteuer sind genau dieser Verdauungsprozess, den der Leser durch den personalen bzw. intern fokalisierten Erzähler in kleinsten Details dargelegt bekommt. Die Traumnovelle ist damit also vor allem eine Reise ins Unterbewusste. In Kapitel 1 bekommen wir eine Einführung, wir lernen das Ehepaar kennen, wir sehen, was ist der Status quo und es werden der Konflikt und die Träume bzw. nächtlichen Abenteuer vorbereitet. In Kapitel 2 bis 6 haben wir dann die subjektiven Abenteuer, aufgeladen mit Symbolen bzw. Traumsymbolen, die Botschaften des Unterbewusstseins darstellen. Und in Kapitel 7 schließlich kehren Fridolin und Albertine in die Realität zurück und es kommt zu einer Aussprache. Am Ende halten wir also fest, die Traumnovelle ist eigentlich nicht einfach nur eine bloße Darstellung des Unsichtbaren, sondern eine vollwertige Analyse. Der Konflikt, der teilweise auf unterbewusster Ebene stattfindet, wird umfassend beleuchtet. Und das gelingt durch den Wechsel der Fokalisierung bzw. des Modus und der Perspektive sowie durch den Einsatz der extra- und intradiegetischen Ebene. Durch diese Dynamik des Erzählers wird es möglich, den Konflikt sowohl von außen als auch durch zwei Innenperspektiven zu betrachten. Dabei erzeugen die eben erwähnten Wechsel die Nicht-Identität der Seinsbereiche von Erzähler und Figuren bzw. der heterodiegetische Erzähler und die spätere Narration die nötige Distanz zum Geschehen. Der Leser wird emotional nicht allzu tief in die Geschichte hineingezogen und kann sich so als Psychoanalytiker versuchen. Dabei kann er aus der Geschichte lernen und seine Erkenntnisse für seine eigene Partnerschaft mitnehmen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn dieses Video dir gefallen hat, dann unterstütze mich doch bitte mit einem Daumen nach oben und teile dieses Video mit deinen Freunden. Wenn du gerne Geschichten schreibst, dann empfehle ich dir auch, diesen Kanal zu abonnieren. Ich schreibe selbst seit Jahren, bin studierte Literaturwissenschaftlerin und seit einiger Zeit auch ein Marketingmensch. Jeden zweiten Freitag poste ich Videos zu Erzähltheorie, Erzählanalysen und Schreibtipps. Also, ein Abo lohnt sich!
Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, Liken und Teilen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.